Sol Leonardo, mach dich bereit. Skyn of Nature wird sterben. Wir werden jetzt gegen Boss kämpfen, okay? Pass auf, der hat Level 600, aber das schaffen wir, das schaffen wir. Sie beide tun Essen, Sie beide tun Essen. Sie bereiten sich vor. Sie bereiten sich vor, Angesicht zu Angesicht. Und los! Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark. Hallo! Die Gary ist auch hier, aber die ist irgendwo da unten. Ich kann sie jetzt nicht... Ah, da auf dem Alu ist sie drauf. Ja, und zwar, ich will euch gleich mal diese, die Schildkröte Leonardo natürlich, zeigen. Oh, der hat so in sich, Leute. Ich habe ihn ganz kurz ausprobiert. Der ist übelst krass. So, ja, hier hat sich etwas verändert. Ja, ihr könnt sehen, wir haben einen Tipp bekommen. Wir konnten ja diese Glaspanels nicht herstellen. Wo sieht man die? Genau da, Glaspanels. Die konnten wir nicht herstellen. Und zwar müssen wir hier, also hier steht, was man reintun muss. Also Öl und 10 Steine und 5 Flint. Das könnten wir jetzt eventuell ausprobieren. Wir nehmen mal das kurz rein, das kurz rein. Gary, hast du eventuell Flint für Micke? Hochkommen. Hast du Flint? Ja, in der Box irgendwo. Ich bring's dir. Nee, jetzt muss ich wieder alles machen. Gary, warum tust du mir das an? Nee, ich mach das jetzt mal. Und ein paar Steine noch, die nehme ich ruhig mal. Ich bin langsam. Ist egal. Ich komme hier nicht hoch. Ich stecke im Drachenkopf. Guck dir das mal an. Ich gucke. Ich kann kurz nicht jumpen. Warte mal kurz. Ich muss das da kurz rein. Falsches Ding, aber ist egal. Ich stecke im Drachenkopf. Wo denn? Ach, da! Gary, was machst du da? Willst du ihn von innen sehen? Feststecken. Feststecken, alles klar. Okay, so, jetzt können wir das erste Mal ausprobieren. Das und das rein. Ach, ich hatte vorhin auch noch Steine. So, jetzt machen wir das natürlich an. Jetzt ist das an und das an. Und der Typi, passt mal auf. Schaut mal genau hinten auf seinen Rücken. Er will wegfliegen! Jetzt können wir auch die Rüstung erlernen. Problem ist, wir brauchen echt viel dafür. Ja, ich mache ja. Richtig viel dafür. So, jetzt kann ich euch das aber mal kurz demonstrieren. So, geht das? Oh, Gary, guck mal. Die Steine fliegen hier. Der Prozess, es startet. Oh, stimmt. Ah, Gary! Oh. Entwimmelt! Stell dir vor, das würde sich wirklich drehen und der würde mich einsaugen. Oh. Okay, eher nicht einsaugen, sondern eher zu quetschen. Ne? So, jetzt können wir gucken. So kriegen wir jetzt Sand her. Und jetzt haben wir hier ein Gerät daneben. Das kann ich euch... Also hier steht Add Gas. Wir müssen Gas reinkriegen und Sand müssen wir reintun. So, das heißt, also es ist halt wie in Real Life. In den Fenstern ist ja auch in diesem Zwischenraum Gas drin. Und ja, ich finde, das haben sie ziemlich gut gemacht. Ja, was denn? Willst du einen neuen Lightning Dragon haben? Guck mal, da geradeaus, da rennt einer gegen den Zaun. Siehst du ihn da hinten? Ja, ich sehe da einen Titano. Ach, den willst du haben, Gary. Gary hat sich doch dazu entschieden. Für was? Was? Ja, der Titano-Zähm. Ach, Leute, wir hatten euch gar nicht gezeigt. Wir haben Extinction Core an erster Stelle getan. Und das hatte die Veränderung, dass Sissy anders aussieht. Ich weiß ja, ob wir das in der letzten Folge vorgestellt haben. Und... Der Feuer-Wi-Fi. Schaut euch den an. Wie Feuer. Ja, zeige ich gerade. Der sieht geiler aus. Der sieht viel, viel geiler aus. Die Pferde halt. Und hier. Wie heißt er nochmal? Roadrunner. Der hat sich auch verändert. Ja, Gary zeigt sie natürlich. Alles klar. So, gab es noch irgendeine Veränderung? Nee, ne? Ach, Leute. Wir hatten einen Tipp bekommen. Es hat mit der Flunder zu tun. Ich gehe mal zu der High-Flunder, zu Latti. Ja, also, die Flunder kann fliegen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sofort hinkriege, aber ich werde mal die gucken. Die fliegende Flunder. Ja, ich werde mal schauen. Also, das geht so ungefähr und dann irgendwie... Nein! Scheiße, ich habe gedacht, es funktioniert. Es könnte ganz kurz dauern, weil man muss es perfekt machen. Also, wartet mal ganz kurz. Oh, Gary, ich bin rübergesprungen. Wo bist du rübergesprungen? Ja, hier rüber. Und, komm. Komm, Flunder, ich weiß, du kannst es. Du schaffst es. Komm. Nein, Gary, Flatty ist tot. Warum?
Da, los, hinter mir! Der macht doch nichts! Der hat nichts getan, er ist lieb, siehst du? Der kommt bei uns in die Bande. Warum hat er nichts gemacht? Er ist lieb, sag ich doch. Ach du Scheiße, das hätte jetzt richtig in die Hose gehen können. Okay, ich werde es nochmal versuchen, aber ich muss kurz aufpassen. Hier waren Capo, Suchos, ein Eifer und der ist übelst schnell. Deswegen muss ich aufpassen. Und noch ein Versuch. Ach Scheiße! Pete, wie hast du es gemacht? Ich weiß echt nicht, wie er es geschafft hat. Flunder kann fliegen, ich weiß es. Huh. Ach Mist! Ich glaube, er muss es mir nochmal erklären, wie es funktioniert. Na, du springender, wunderschöner Delfin. Oh, danke. Findest du mich wirklich so hübsch? Ich krieg dich! Da ist ein Monster rausgekommen. Und schaff ich's, Gary? Schaff ich's? Und? Latinus! Ja, sie hat's geschafft. Nice. So, Leute, ich hab's leider nicht geschafft. Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, da muss ich mir noch mal ein paar Tipps holen, wie ich das genau mache. Und zwar ist jetzt Leonardo dran. Ja, Kleiner, du bist dran. Naja, Kleiner, so klein ist er ja nicht. Gary, kannst du mal ein Tor hier aufreißen? Okay, das Tor wurde jetzt falsch gesetzt, aber ist ja auch egal. Was machst du da? Ich begrüße meinen Freund. Hallo! Pass auf, Leute, ich zeig euch mal... Ah, nee, ich müsste den ja jetzt töten. Ich weiß nicht, wie viel er mir jetzt gleich abziehen wird. Warte, ich tanke. Los, komm! Gary, los! Von hinten, nicht von vorne, du stirbst sofort! Ja, ich seh's gerade. Pass auf! Von hinten wäre am besten. Aber oh Gott, ich denke, keine Sorge. Ich krieg fast nichts ab. Echt nicht? Ja. Hä, ist er so schwach? Aber der hat Level 480. Du blutest. Nee. Du blutest. Geh ins Wasser. Bei mir wird nichts angezeigt. Du bist fast tot. Was? Also dein Alu fängt an zu bluten. Ich denke mal, der hat noch Half-Life. Hä, bei mir steht aber nichts. Bei mir hat er voll Leben. Okay, geh trotzdem rauf. Komm, warte, pass auf, ich lock ihn ein bisschen weg. Wenn so, der Alu jetzt aber rauf. Stirbt, dann kann ich nicht. Nein, rauf da, du darfst bloß nicht brennen, dann ist alles gut. Big Boss kann leider hier nichts anhaben, also... Ich guck mal, wie viel Topo ich kann euch ja mal zeigen. Hat er schon? Oh ja! Komm, ich guck mal jetzt. Wo ist er denn hier? So, er hat Topo. Alter, das geht aber sehr... Hey, das geht sogar runter, das geht hoch und runter. Du musst richtig kontinuierlich draufschlagen. Schlag ihn hier rüber ein. Du blutest hier, Oh Gott! Er ist gleich tot! Oh mein Gott, ich seh ihn sterben, Gary! Ich seh nicht! Fuchs, nicht sterben! Ich seh Pass auf, echt greif nochmal an! Los! Ich würde ja draufhauen, aber der ist sofort tot! Mal sehen, wir warten mal ab! Er liegt gleich! Gary, pass auf! Los! Schlag ihn! Los! Er ist gleich down! Und? Los, weiter! Du triffst nicht! Warte, ich denke. Er darf nicht abbauen. Gary! Ich stecke in dir fest. Ja, ich bin noch schneller. Ich muss vor. Hallo, warte. Scheiße. Nicht ins Wasser. Nicht ins... Nein, er liegt. Okay, gut. Oh Gott, habt ihr es gesehen, wie groß ich bin? Geh mal auf den Dino drauf. Ich will mal sehen, wie viel Leben er hat. Ich kann es ja nicht irgendwie sehen. Welchen? Deiner? Ja. 113. Echt jetzt? 113, Leute! Der war fast tot! Jetzt seh ich's auch! 113! Oha! Was tust du ihm an? Jetzt seh ich's auch! Verdammt! Oh mein Gott! Scheiße, Frogs, ey! Tut mir leid, Kleiner. Ich hab kurz ein TMXL. Oh, ich muss ihn auch mal leveln hier, Leonardo. Ich habe ja vorhin kurz mit ihm gekämpft. Und guck mal seinen Charme an, Melee Damage. 18.000! Ich zeige euch gleich auch, was 18.000 sind. Also, ein Terrorbird hat keine Chance. Ich habe Sedativ drin. Heavy Sedativ. Soll ich machen? Wir brauchen noch TMXL, oder nicht? Ist Sedativ, habe ich. Ach so. Ja. Ist, mein Kleiner. Ist. Ist, wir wollen dich scharben. Was ist denn das eigentlich? Ach, ein Feueralo ist das. Ja. Sieht der so aus wie den, den wir schon mal hatten, der gestorben nee, ist? Nee, den wir hatten, der sah noch ein bisschen besser aus. Der sah ein bisschen besser aus? Ja. Okay. Ja, jetzt müssen wir ganz kurz warten, bis Dick... Ach, Gary, er ist fertig. Echt? Ja. Den kann ich ja hier auflassen. Kommt her! Komm her! Ich nenne ihn kurz Diggi, ja? Diggi. Diggi, Schat. So, Diggi. Ist das auch ein Junge? Nein! Passt auch, Diggi.
Komm her, folge Leonardo. Kommen Sie schnell. Ich komme. Ich komme so schnell ich kann. Kennst du das wie Schildkröte? Wer schneller als Schildkröte oder ein Hase? Nee, wo willst du hin hier? Komm zurück. Na, Scorpi, ab rein da. So. Feueralo, komm mal mit. Gary, was ist jetzt mit dem Titano? Ja, mit Leonardo können wir ja, glaube ich, nicht mehr drauf losgehen, ne? Bist du sicher? Ja, das ist würden wir fast noch, tot. Das würden wir. Ja, ja, wir müssen ja nicht mit den Links drauf. Wir gehen mit Leonardo drauf. Digi. So, aus. Machst du das Tor wieder hin? Hä? Dankeschön. Hast du perfekt gemacht, hast du perfekt gemacht. So, Titano, ich komme! Ah, ich glaube nicht, dass du den schaffst. Ist du sicher? Das ist lebensmüde. Ja, oder ich zeig erstmal den Leuten hier, wie stark unsere Schildkröte ist. Es dauert noch. Gary, Sky of Nature, ich kill ihn jetzt. So, Titano, ich würde dich ja sehr gerne zähmen, aber jetzt ist erstmal der Ninja Turtle hier in back in action. Eine Riesenameise! Gary, hier ist eine. Oh Gott, die betäubt mich. Nee, die betäubt. Nein! Das war eine hübsche Biene. Ich hab sie gar nicht gekillt, das war Leonardo. Das war nicht Leonardo. Doch, da stand Leonardo. Nein! Doch? Nein, never ever! Ich hab nichts gemacht, wirklich! Da stand gerade Leonardo, es geht sowieso. Leonardo, was hast du gemacht? Sky of Nature, ich renne hin, ja? Ich renne, ich schaffe es noch. Beobachte alle. Du musst aufpassen. Sky of Nature, ich glaube, mit denen ist nicht zu spaßen. So, Schildkröte. Pass auf. Leonardo, schaffst du es, Kleiner? Wir werden jetzt gegen Boss kämpfen, okay? Pass auf, der hat Level 600, aber das schaffen wir. So, beide essen. Ich beide bereiten sich zu. Auf. Sie bereiten sich vor zu kämpfen. Sie bereiten sich vor, Angesicht zu Angesicht. Und los! Oh Gott, Oha. Ich mach den locker fertig. Ach du Scheiße. Ja, hau weiter drauf, mal gucken, was es gibt. Das ist aber jetzt nur ein Test, Leute, weil wir kämpfen nicht immer mit den Tech-Deals. What the fuck? Leonardo, nicht einschaffen. Da kommt ein Dire-Bär, pass auf, hinter dir. Ich hab ihn schon dort gemacht. No. Kannst du ihn mal weglocken? Ich will die Leiche haben. No! War da eventuell noch was drin? Nee, ich hab's schon bekommen. So, ich habe Rarbox, Container Various... Okay, da ist was drin. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Da ist was drin. Various... Mal sehen, ich versuche einfach mal. Ja, Gary, wir haben Diamanten. Ja, genau. Huge Experience Potion. Oh, den werde ich mir natürlich reinzischen. Was haben wir denn noch? Element 50. Ja, geil. Auf da zum Tech-Typen. Echt jetzt? Wollen wir hin? Was können wir denn damit erlernen? Ja, alles, ne? Wir können alles damit craften dann. Ja, aber wie viel können wir mit 50? Ja, müsste schon was drin sein. Ja. Tech? Titano? Wie viel Leben hat der denn? Der hat genug. Der hat, mal sehen, Topo, 25.000, der wird schwächer. Das ist nicht derselbe. Warte mal, ich versuch mal ganz kurz was. Kannst du mal ein bisschen weggehen? Ab. Ja, ich hau genau, ab. Gut. Bye bye. Guckst du mal ganz kurz, wie viel Topo er kriegt? So. Das geht natürlich so. Pass auf. Guckst du? Ja. So, und los. Gar nichts. Wie nicht? Gar nichts. No! Oh, pass auf! Er greift mich an, Leute. Ich muss weg. Leute, das Bild geht irgendwie ins Negative. Er kommt hinterher. Wer schneller? Oh Gott. Mir wurde was geklaut. Was wurde mir geklaut? Oh, der ist immer noch hinter mir her. Ich hoffe, die Elemente wurden mir nicht geklaut. Gary, der Titano will mich immer noch töten, oder? Kann das sein? Ja, es sieht so aus. Titano, nein, ich habe dir nichts getan, bitte. Stell dir vor, der wäre so schnell wie der andere gewesen. Nee, er tut dir nichts mehr. Ich glaube jetzt. Okay, er hat sich wirklich beruhigt. Okay, zurück in der Base. Wir müssen erstmal was schauen. So, Leonardo, was haben wir hier? 50 Elemente. Brauchen wir noch irgendwas oder gar nichts mehr? Sag mal. Was denn? Hast du hier einige Tore irgendwie unter Strom gemacht? Das glänzt hier gerade voll. Hier steht auch Power. Sehe ich gerade. Hä? Kann das sein, wenn die Hinata in der Nähe... Hinata hat auch nur Level 1. Nee, da hinten die Tore sind auch welche von. Das hörst du, Beispiel. Hör mal.
Ja, aber wie... Ah, wie geht das? Kommt das jetzt wirklich vom Generator da oben? Ich kann mir das nicht vor... Hier auch! Dann hat er aber eine echt weite Range. Hä? Das ist komisch, Leute. Also, wir haben die gar nicht... Prox, was ist mit dir los? Oh, da heiz ich nur ganz, ganz, ganz langsam. Was ist mit den Zäunen los? Was ist damit los? Okay. Nicht alle sind so. Ich glaube, wir müssen die alle miteinander verbinden. Ich glaube, dann klappt ja, keine Ahnung. Lass mal nach oben, weil ich will jetzt gucken, was wir damit craften können. Ach, ich kann das gar nicht angucken, Gary. So, ich tue mal die 50 Elemente rein. So, hä? Doch? Warte mal. Typi an. Let's go. So, was... Muss ich jetzt diese Tech-Gramme, muss ich die jetzt machen? Gary? Du musst halt was... du musst die Tech-Gramme musst du lernen, ja? Ja, muss... Soll ich alle 65 herstellen? Oder brauchen nein, wir nein, die nein, Elemente? Nein, bloß nicht, bloß ja, nicht, bloß dann nicht, let's bloß go. Ich habe keine Ahnung. Ich kann leider... Oder warte mal. Noch nichts machen, noch nichts machen. Ich will mal ganz kurz was gucken. So, oh, ich habe 6 Level bekommen. Mit was kann ich Dings lernen? Weißt du das? Nee, aber wir können uns auf jeden Fall schon 2 Handschuhe machen. Wir brauchen nur noch ein bisschen Metallengold, Kristalle, Electronics. Oder warte mal, wir können uns sogar eine eine Hose so, oder ein Oberteil. Tech. Was ist dir lieber? Gary, warte. Ich kann die erlernen, ich kann sie erlernen. Oh! Nice. Ich komm. Mal gucken, ich klamm ihn mal hier. Das hat ganz kurz geleckt, Ach, man muss dazu sagen, Das kann ich mir raus. G-Portal hat... Da. Ja, Gary. So, G-Portal hat den Server nochmal neu aufgesetzt. Also wir haben auch extra eine andere IP. Es läuft auch viel besser. Und man muss sagen, die ganzen Fehler, die entstehen nicht mehr. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ab hier, wo ich hier stand, kamen schon die ganzen Fehler. Aber es passiert nicht. Klar, läuft das an manchen Stellen nicht so flüssig. Das ist irgendwie, wenn ich sobald da irgendwie hingucke, ich weiß auch nicht, was ist. Was knallt denn hier so? Macht das hier immer noch? Ich habe keine Ahnung. Wie viel Sand wir schon haben? So, mit was kann man denn fliegen? Mit einem Oberteil, oder? Ich denke mal. Wir brauchen 150 Kristalle und, Electronics. Ja, die Kristalle sollten wir hier irgendwo haben, oder? Die haben wir auch, die haben wir auch. Warte mal. Okay, dann gehst du runter. Die müssen wir hier drin haben. Jo, 300 noch was Kristalle. Ja, können wir uns 2 Oberteile machen, ja geil. 2 Stück? Ja. Super, können wir einfach so fliegen? Weiß ich nicht, ich habe echt keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert. So, hast du die Electronics reingetan? Ja. Nee, wir brauchen 45. Was für... Wir brauchen 45 für eine. Sind ach, hier Electronics? Nee, da sind keine... Ja, Gary! Ich hab die rausgenommen, ich hatte noch ein paar hier mit... Ja. Gary, komm. Tu mal rein. Steh davor, geh weg. Ich will... Ich ja, tu, da. Tu hin. Du dicker, fetter... Ich. So, 1, 2... Ich kann nur einmal. Metallingot fehlt noch. Warte mal, ich hab hier doch die Forges gerade abgerissen. 600 noch was, wir müssen aufteilen. Du musst ein bisschen tragen und ich muss ein bisschen tragen. Los, hinter mir. So. Ja, okay, ich zieh dich schon mal an, Gary. Oh, ich muss hier runter. So, jetzt bin ich gespannt. Ich hatte noch nie eine Tech-Rüstung angehabt. So. 180 Armor hat die. Geht. Oh, Gary! Wie funktioniert das? Wie funktioniert das, nee, Gary? Ich glaube, wir müssen tatsächlich komplett Tech voll Shirt. Sein. Ah, doch. Gary, die Fehler sind immer noch da. Das liegt klar. Oh, shit. Okay, this item requires Elemente. Wir brauchen Elemente da drin, oder was? Wir haben doch dann noch welche. Hä, aber wie fliegt man? Ja, wir brauchen doch mehr Elemente, damit das überhaupt gedingstet wird. Ja, gedingstet. Was gedingstet? Damit es angeht. Ja, aber, hier sind noch 28 Stück drin, ich habe 14 rausgenommen. Ja, ich kann keine Leertaste mehr drücken. Das ist jetzt richtig mies wegen den Fallschirmen. Wir können da nichts mehr machen. Wir können keine Leertaste mehr drücken. Bye, ach, die Gary kann fliegen. Ich will's nicht sehen, oder? Gary, wo bist du? Hier oben, über dir. Geil, ich will auch. So, ich nehme die restlichen, ja? Also einfach in Inventar tun, oder was? Du musst es in den Dings reinpacken, in den Anzug. In den Anzug? Ja. Boah, Leute, 100% Power. 100% Power. So, Leute, wir probieren es mal aus. Und... Oh, Superman! Wie geil ist das denn? Nein! Ha, es geht natürlich weiter, Leute. Alter, wie geil ist das denn? Scheiße, ich liebe die Tech-Rüstung.
klar, viele mögen die Tech-Rüstung nicht, aber ich finde die geil. Oh, Gary, da hinten ist noch ein Skin of Nature. Noch mehr Elemente. Oh. Ich glaube, wir müssen mal so eine Boss-Folge machen, oder? Könnten wir machen. Leute, was haltet ihr davon? So eine Boss-Runde? Also, ich würde es geil finden. Wie lange halten jetzt die Elemente? Guck ins Inventar, dann siehst du oben, wie viel Prozent du schon verbraucht hast. So, pro Dings. 73. Wie viele Elemente brauchen wir denn? Ja, ich habe auch nur noch 58. Aber wir werden nicht mehr so oft mit der Tech-Schildkröte kämpfen, oh, weil das ist... Hast du diese Explosion gesehen? Doppelklick. Ich wollte gerade sagen, das ist doch was kaputt gegangen. Explosion, weil da gab es echt so eine Schockwelle beim Zaun. Puff. Hier, guck mal hier. Oh, das passiert ja wirklich immer, wenn man zweimal der Taste drückt. Und noch ein Schub. Boah. Guckt euch das an von vorne. Oh, nee, ich hab gepfiffen. Nee, alles gut. Oh, nein. Boah, guckt euch das an, Dragon Ball. Wo fliegst du denn da oben? Und nochmal. Bam. Du teleportierst dich. Was? Ja, du teleportierst dich, glaube ich, oder? Nee, ich krieg so einen Jumper nach oben. So, kurz mal dahin. Oh, Leute. Wir werden noch übelsten Spaß mit der Tech-Rüstung haben. Problem ist halt, wir brauchen nur die Engramme. Oh. Okay. So, wie viel? So, 13 habe ich noch. Und wie viel Prozent habe ich noch? 32. Gary, der erste Engramm ist fast weg. Scheiße. Geht mir genauso. Naja, Leute. Auf jeden Fall, was ist hier von der weiteren Folge Ark? Klar, wir haben diesmal nichts gezähmt, aber ja, ihr könnt ja mal entscheiden. Sollen wir nächste Folge Taming oder eher Bosskämpfe machen? Aber wir gehen dann eventuell nicht mit der Schildkröte. Oh, gehen wir doch mit der Schildkröte hin? Ich weiß nicht. Mal gucken. Oder vielleicht zählen wir den Titano. Mal schauen, was ihr so in den Kommentaren schreibt. Oder wir stellen natürlich die ganze Rüstung her. Wäre natürlich ziemlich geil. Naja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst da einfach einen Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.